Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Und wir sind natürlich immer noch in Karazhan und heute muss ich euch beichten. Ich hatte heute irgendwie, ich weiß nicht, manchmal ist das bei Let's Play und so, da wird einfach eine Folge irgendwie nicht so geil. Und deswegen habe ich mir einfach heute gedacht, komm, das kannst du nicht bringen, dass in der Playlist eine Folge ist, die nicht so gut ist. Wäre einfach nicht so toll. Deswegen dachte ich, ich mache das jetzt einfach neu. Es lag auf keinen Fall daran, dass ich einen der Bosse verkackt habe. Nee, daran lag das nicht. Und deswegen fangen wir, denke ich, direkt an mit der Menagerie. Kurator lässt die Exponate der Menagerie frei. Wir müssen uns zuerst darum kümmern. Ja, wir haben eben diesen Kurator-Boy, der als Karte bestimmt ziemlich geil wird. Ich bin ziemlich gehypt. Und der hat die Fähigkeit. Passive Heldenfähigkeit, der Kurator hat Spott. Ja, genau. Und bei dem ist die Sicherung durchgebrannt und wir sollen ihn reparieren. Und am besten reparieren wir ihn natürlich mit einem Evolve-Schaman. Ja, ich dachte, ich mach das jetzt nochmal. Ich mach einfach nochmal Evolve-Schaman, weil letztes Mal haben wir keinen Dings benutzt, keine Wolf. Und deswegen machen wir das einfach so. Und ich find's sehr cool. Fass die Schaukästen nicht an. Eure Zeit ist gekommen. Eure Zeit ist gekommen. Genau, dass ich jetzt endlich die Deckliste wieder drin hab. Yeah! Ich hab's wieder geschafft. Okay, und gegen den Dude wollen wir natürlich... Taunt ist... Ich denke, wir nehmen auf jeden Fall den Nurubischen Propheten. Gucken mal, was wir so kriegen, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich Waffe des Felsbeißes in dem Deck spiele. Das macht gar keinen Sinn. Okay, ja. Eine Karte, die ich auf jeden Fall wahrscheinlich raustun werde. Kurator, ja gut, als Early Removal ist das gar nicht so schlecht. Ja, dann verwalte doch mal die Menagerie. Derweilen können wir uns hier mal... winzige Fischkreaturen frei. Hey, Murlocs sind keine winzigen Fischkreaturen. Funktion. Ihr müsst ihn aufhalten, bevor er sämtliche Exponate freilässt. Ja, da habe ich jetzt nicht so unbedingt Angst vor den Tiefenlicht-Orakeln, aber ich bin echt mega gespannt. Bin mega gespannt auf die Karte, weil die sieht ja so cool aus. Ich, was ist das? 7 Mana, 4, 6 Taunt, also Spott. Und ihr zieht 3 Karten, wenn ihr die richtigen Karten im Deck habt, und zwar ein Beast, ein Murloc und ein Drachen. Müssen natürlich auch überhaupt im Deck sein. Deswegen, aber ich denke, so ein Azurdrache kriegen wir locker rein. Aber was spielen wir denn hier aus? Ich glaube, wir spielen... Boah, was ist denn mit dem Sound los? Sind meine... Ach, ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht. Oh mein Gott, sorry. Das vergesse ich immer. Weil es gibt kein Hero Taunt. Oh, nee, oder? Oh, nee. Bitte nicht. Ich will jetzt nicht von dem rasiert werden, weil er einfach einen Lucky Draw hat. Bitte nicht. Ja, bis jetzt sieht es gerade so aus. Habe ich irgendwie eine Chance auf Taunt? Ich muss jetzt die Dudes ausspielen, weil sonst wird das hier gar nichts mehr. Ich meine, okay, angenommen, ich... Spiel den aus und evolve den. Ich kann im nächsten Zug den evolven, dann machen wir es lieber dann. Okay, also komm. Yeah, sehr gut. Sehr gut. Okay. Ich kann das nicht, das ging nicht, bitte nicht. Für die Galerie sind unbedingt einzuhalten. Normalerweise geht man davon aus, dass Roboter, wenn sie kaputt gehen, anfangen irgendwie rumzuglitschen. Gib, muss destroy. 0723 Arkanschlag. Das ist sehr gemein und ich werde, glaube ich, echt verlieren. Scheiße. Das ist, ich glaube das echt gerade nicht, dass wir jetzt verlieren werden. Nee, sieht echt so aus. Nee, okay, vielleicht damit noch irgendwie. Schaffen wir das noch? Nee. Beim besten Willen nicht. Ich brauche AOE. Das ging beim letzten Mal so einfach. Warum? Was ist denn jetzt los? Komm schon. Guter Taunt Minion, please. Ja gut, so gut ist das jetzt auch wieder nicht. Das ist nicht arg viel besser als Ding aus der Tiefe. Nicht dein Ernst, oder? Stoßzahnstoß. Very good job. Oh nee. Bringt mir Stahl. Warum hat er richtig getradet? Warum hat er nicht mit seinem angegriffen? Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Machen wir hier eigentlich gerade. Wie viel haben wir überhaupt Schaden? 7, 8, 10 Schaden haben wir momentan. Wenn wir 2 gute Charger kriegen, ist machbar, ne? Wenn ich spiele jetzt das, dann kostet das 3 und dann das andere Dings. Aber ich meine, ja, ich kann das gar nicht anders spielen, ne? Ne, ich muss das so spielen.
Es geht nicht anders, leider. Und ich werde Ding aus der Tiefe erst später spielen, weil... Nee, weil das macht sonst anders keinen Sinn vom... Also aus meiner Meinung nach. So, please. Yes! Oh mein Gott! Wir können das doch gewinnen! Das ist doch mal mega nice! Da kommt er tatsächlich. Gäste dürfen sich nur in der Menagerie aufhalten. Er ist echt arglistiger Querulant. Lagi hat sich schon unter letzter Folge witzig gemacht über meinen Greenscreen. Dämonen haben nicht zu suchen in der Menagerie. Den Green. Was hat er geschrieben? Grünschirm-Technik. So würden die das anscheinend im Blizzard schreiben und das kann ich mir gut vorstellen. Easy. Das war gerade echt sogar erstaunlich schwer. Also ich meine, der hat wahrscheinlich gut gezogen tatsächlich. Und wenn man halt Boardclear spielt, wir haben keinen einzigen Boardclear gerade ausgespielt, ist das wesentlich einfacher. Diese Schraube war locker. Der Kurator entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Bitte helft, die Kreaturen einzufangen. Genau, was kriegen wir eigentlich? Wir haben Subot gekriegt. Da kriegt man Subot raus. Also 3 Mana gibt einem Murloc, einem Drachen und einem Beast +1/+1 als Battlecry. Passive Heldenfähigkeit. Spielerbeginn mit 10 Mana-Kristallen. Yeah. So, wir nehmen ein ganz Mana-heaviges Heavy-Deck. Und zwar nehmen wir am besten... Ja, wir können auch Freeze Mage spielen eigentlich. Oder das Arcane Worgen, was ich letztens gemacht habe. Ne, wir spielen jetzt Resurrect Priest. Ne, wir spielen Murloc. Ja, Murloc Paladin ist scheiße. Ne, das bringt nichts. Da sind so viele cost-effective Sachen drin. Hier ist, glaube ich, wenigstens noch eine Chance. Da fängt ja alles, da fängt ja die Curve erst bei 4 Mana an. Ja, ja. Den Schrecken der Nacht. Ich dachte, du erkennst das automatisch, Decktrecker. Was ist los? Ja. Ich muss dankbar sein. Schattenwort, Schmerz. Verletzter Klingenmeister. Ja, das sieht eigentlich ziemlich solide aus. Ja klar, Schattenwort, Schmerz wird halt nichts bringen. Hätte ich wahrscheinlich mal gehen sollen, aber... Nee. Schrecken der Nacht. Das ist aber nicht Maligos, oder? Exponate könnten beschädigt werden. Oh, warte mal. Zwei... Zurück in die Menagerie. Oh, das ist ja perfekt hier. War wieder die richtige Reihenfolge, Leute. War auf jeden Fall die richtige Reihenfolge. Bezweifelt das gar nicht. Das war auf jeden Fall die richtige. Ja, okay, hat ja jetzt dieses Mal nichts ausgemacht, ne? Grabenlauerer. Und natürlich nimmt er den kleinsten Minion, weil das macht natürlich sehr viel Sinn. Aber cool, dass man die Karte mal in Action sieht. Da kann ich sogar mein Schattenwort Schmerz ausspielen. Cool, very cool. Ich brauche gar nicht den Pirate Proc, weil ich krieg den Draw so oder so. Ich brauche auch nicht den Priester Heal, also spiele ich den zuletzt. Wir machen das ja alles immer richtig mit dem Ziel, ne? Immer richtig. Bis jetzt ist noch nichts gestorben, ne? Nee. Oder warte mal, killt das den? Vernichtet einen Diener? Och nö. Mein Resurrect Value hier am runterdrücken. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut, Leute. Finde ich überhaupt nicht gut. Wir müssen mir die retten. Die Kreaturen müssen gerettet werden. Erst danach könnt ihr fortfahren. Die Kreaturen müssen gerettet werden. Erst danach dürft ihr fortfahren. Nee, ich denke einfach, das ist super. Das ist einfach super. Äußerst deliziös, meine Damen und Herren. Äußerst deliziös. Deliziös. Ja, eigentlich schon ganz, eigentlich ganz gerne, ja, schon. Warum? Gibt es ein Problem, Mister? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. So. So, wir müssen den bloß heilen für den Instant Lethal. Ja, komm runter, Kollege. So, der greift an, der kommt das, dies und das und okay, ja. Also ich meine, wir haben ja schon... Oh mein Gott, bin ich dumm. Egal, whatever, Leute, whatever. Spielt keine Rolle, ich gewinne. Ich gewinne mit inneres Feuer. Ich spiele aber leider nur eine Kopie. Schade. Ja, das war gar nicht mal so falsch, also whatever, ne. So, wenn wir jetzt nochmal ziehen, komm. Ziehen wir die Karten. Ui. Ja, jemand ist verletzt. Ich hätte vielleicht noch Hero Power sollen, dann könnte ich 2 Karten ziehen. Aber das spielt, denke ich, nicht die größte Rolle.
Boah, zum Glück konnte ich nicht finishen, ey. Hätte ich jetzt wirklich in der Feier gekriegt, dann wäre ich traurig gewesen. Aber richtig traurig. So. Die Kraft von Grayskull. Ja, das ist irgendwie so ein billiger Bossfight. Reno, leg sofort das Tafelsilber zurück. Du kleiner Schlingel, Reno. Flammenlanze. Ah ja, ah ja, das ist, ja, das ist auf jeden Fall spielentscheidend. Das war ein fataler Play hier. Auf jeden Fall. Hör den König. Oh, pass auf. Oh, Perfect Lethal. Jawohl. Sag mal, was ist denn das hier? Die Wings werden jedes Mal einfacher. Zahlt ihr es uns wenigstens mit dem Endboss dann heim, der uns wieder das Deck klaut oder so? Der Dämon Sichhuf. Äußerst gefährliches Exponat. Nur mit Vorsicht nähern. Also ich weiß ja nicht, Leute, aber irgendwie, ich glaube, Blizzard hat es irgendwie sogar schlechter mit der Rechtschreibung als ich, ne? Weil Sichhuf, wenn man den echt so ausspricht, in IE verdeutlicht der in der deutschen Sprache eigentlich einen langgezogenen Vokal. Also ein langgezogenes I. Nur widerliche Wichtel können Sichhuf Schaden zufügen. Okay. So, und gegen dieses Deck gewinnt man am besten. Kleiner Pro-Tipp. So cringe. Mit viel Board-Tiers. Und die haben wir tatsächlich im Warlock-Schamane. Das hätte sich Blizzard gewünscht, aber nee. Nee. Selbst nach den Pushes ist es immer noch nicht da. Ihr kommt genau. Aha. Also war das einfach nur. Aha, anscheinend war das. Ist das wirklich Sichu? Interessant. Äußerst interessant. Das ist eine gute Hand. Das können wir behalten, weil die Mechanik von diesem Boss ist äußerst interessant. Ja, und zwar beschwört er diese kleinen Dudes. Und das Ritual beginnt jetzt. Eigentlich ist nur unser Ziel. Rituale sind nicht zulässig. Oh, kleiner Siechhuf. Oh, kleiner Siechhuf. So, du sollst Wichtel ausspielen, Kollege. Das war nicht ausgemacht so. So war das nicht ausgemacht. Okay, sehr gut. Also im Prinzip können wir nicht mehr verlieren, Leute. Es tut mir leid, euch das jetzt so zu sagen, aber es ist die Wahrheit, glaube ich eigentlich. Ich habe das zuerst nicht geballert und habe immer gecleared und so und dann... Genau. Und schau, der Effekt von denen ist eben, beschwört diesen Diener erneut, also quasi ein Dreadsteed, und fügt ihm 2 Schaden zu, also hat nur so eine Halbimmunität. Genau. So, und wir gewinnen im Prinzip, indem er spielt ganz viele Wichtel aus und wir clearen die 3-mal hintereinander. GG. We win. Easy going. So, ich glaube, er will hier irgendwie uns zeigen, dass er will uns irgendwie millen, glaube ich sogar. Good job. Very good job, bro. Very good job. So, wir können im Prinzip schon weihen. Weihen, was das Zeug hält. Wir können eigentlich, ja, komm her, weihen. Weihe. 6 Damage. Face. Ich bin gespannt, Leute, auf den Creator. Ehrlich, ich will damit was spielen. Ich frage mich ja, ne? Der Murloc, der AOE-Murloc, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der? Der 6 Mana, 2-3, fügt allen Nicht-Murlocs 2 Schaden zu. Der ist ja bestimmt noch auf jeden Fall spielbar. Der ist ja barely playable auf jeden Fall. Warum hat der gerade... Ach so, er hat Power of Wham gespielt, okay. Ja, das ist natürlich ein Problem, Leute. Das ist ein Problem. Nicht, dass ich jetzt hier noch verliere, das wäre irgendwie ein bisschen blöd. Kann ich irgendeinen gigantischen Combo-Turn rausballern? Ja, das. Ja, wenn er reintradet, natürlich, klar, aber ansonsten. Ich hoffe, dass er jetzt noch ein paar Wichtel spielt. Nein, er geht einfach face, das juckt ihn gar nicht. Juckt mich nicht. Oh, mit der Verdammnis, und er kann's. Er benutzt genauso gut wie ich. GG, ich bin auf dem gleichen Level wie eine verdammte Hearthstone-KI. Jetzt fühle ich mich gerade doppelt so traurig. Okay. Ich habe leider keine Taunts, deswegen, ja. Aber ich meine, okay, whatever. Wie viel können wir Schaden machen? Wir können wieder 6 Schaden machen. Also können wir auch mehr als 6 Schaden machen, irgendwie auf mysteriöse Weise. Ja, ich glaube, wir können das irgendwie sogar hinkriegen. Und zwar, indem wir Dude ausspielen. So, diesen Dude spielen wir jetzt mal aus. Also ich glaube nicht, dass er uns finishen kann. Und ich glaube, im nächsten Zug haben wir ihn down. Wir haben dich. Das Ritual muss abgeschlossen werden. Pedo confirmed. Aber ja, das ist ja... Das ist auf jeden Fall Lebensentzug. Oh, nee! Meine Phrase. Na, du bist leider ein bisschen spät dran. Früh dran. Nicht spät dran.
Können wir gewinnen irgendwie? Ich glaube, wir können nicht gewinnen, ne? Also zumindest noch nicht jetzt. Wir können halt Dings spielen. Wir können zwei ausspielen. Na komm, wir machen das so. Uiha. So. Genau. Und dann werden wir einfach im nächsten Zug den Tyrone ausspielen. Ich hoffe, der hat jetzt nicht irgendwie noch... Oh Mann! Sag mal, was ist denn das? Unfair. Das sollte man eigentlich vor dem Boss erwarten, ne? Wieso tut mich das so überraschen, dass der, dass sie überhaupt noch irgendwas in der hinteren Hand hat? In der Hinterhand hat. Oh! Was ist denn los, Hearthstone KI? Hast du plötzlich die Balls, meine Taunt-Minions anzugreifen, oder was? Das ist ja Faszination pur. So, wir können nicht irgendwie in einem Clean Sweep gewinnen. Nüp. Na, dann machen wir es halt so. GG! Doch. Acht Leben. Wahrscheinlich wird jetzt wieder der Spell kommen. Schließen wir die Beschwörung ab. Was versuchen Sie da nur zu beschwören? Für den Kurator ist diese Frage irrelevant. Hä? Was, das war's jetzt oder wie? Das war jetzt dein... Das war hier dein... Alles? Das war's? Nee, das ist nicht gut genug, Kollege. So! Bam! Sag mal, das kann doch nicht so lang dauern hier. Das ist doch hier. Ich brauche eine Weihe, ich brauche ein Pyro, ich brauche Gleichheit, wäre auch. Ja, Gleichheit eigentlich aus. Ein Blaukiemenkrieger. Alles reicht aus. Sogar Anyfin würde wahrscheinlich reichen, oder? Nee, ja, was ist gestorben? Nee, kein Blaukiemenkrieger. Kein. Okay, jetzt kriegt er jedes Mal so einen Dude, oder was? Ja. GG. I win. Ja, dann haben wir ihn wohl besiegt, den guten Boss. Aber das Schöne sind die Karten, die wir gekriegt haben, weil ich bin echt gehypt. Ich wollte den Kurator unbedingt haben. Jetzt kann ich ihn ausprobieren. Die Menagerie wird restauriert werden. Ja, das ist nicht der Kurator. Ah, Wächtereule, die Karte ist gut. Ich überlege mir, die im Freeze-Match zu spielen, genauso wie den Kurator. Einfach nur Alex zu ziehen, wäre sehr gut. Sehr gut wäre das. So, gimme. Menagerie-Magier verleiht einem zufälligen Befreundeten Wildtierdrachen und Murloc +2/+2. An den kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Aber okay, interessant. Vielleicht ist das ja wirklich so ein Archetype, der funktionieren wird. Und der Kurator. Mit dieser Karte werde ich die Folge jetzt auch beenden. Ciao.